So, meine Damen und Herren, willkommen zurück hier zur Bundesliga. Ja, was gibt's zu sagen? Es ist ein Kellerduell in dieser achten Spielrunde mit dem Fangamer natürlich. Ja, grüß euch. Ja, der 12., der letzte Alltag empfängt. Oh mein Gott! Scheiße. Danke. Was? Empfängt Scheiße. St. Pölten, die auf Platz 10 liegen. Ja, guter Beginn. Guter Beginn für Alltag. Der Trainer sagt einmal Danke. Ja, bei Rami. Ja, der ist schnell. Der hat das gerochen, den Braten, und hat ihn auch gleich ausgenutzt. Ja, bei Alltag kriselt es sehr. In der Testliga sehr stark oben mitgespielt. Hier kämpft man um den Abstieg. Noch keinen Punkt eingefahren, sage ich mal, aus eigener Kraft. Nennen wir es einmal so. St. Pölten spielte zuletzt ein 2:2 gegen Hartberg. Ja, aber noch ist nicht ja aus. Und da ist die Antwort von Gribic. Hat harmlos ausgesehen. Ich dachte ehrlich gesagt, der Verteidiger hat ihn. Aber gut gemacht. Gute Antwort. Ja, wichtige Antwort auch für Alltag. Schön raus, gefischt. Kaschbaumer probiert's. Ja, auf Rang 6 sind es auch schon. Oh, schön. Kribitz, der geht vorbei. Ah. Nein, oh. Den ja, habe ich drinnen gesehen. Auf Platz 6 sind es auch mittlerweile schon für beide. Also nicht für beide, Entschuldigung, stimmt nicht für beide. Aber für St. Pölten sind es schon 3 Punkte auf Platz 6. Und für Alltag sind es dann auch schon 5 Punkte. Scheiße, oh, waren dann. Da hat er doch schön den Haken gemacht. Ha! Hofbauer. Schön! Oh. Luxe! Ja, beide Mannschaften feierten noch keinen Sieg in der Liga, wobei halt auch eben schon mehr Spiele am Rücken hat. Oh, schön durchgespielt. Schade. Oh. Oh mein Gott, sei Dank. Gott, Gribic. Oh. Das war schön. Aber jetzt! Oder Goalie, was machst du? Goalie, was machst du? Jetzt gibt ein Goalie schon. Goalie. Na, der ist nicht. Der ist nicht. Alter, der ist nicht zurücklaufen. Ich will nur ganz leicht kurz am Anfang gesagt rauslaufen und der ist dann auf deinen Spieler zuglaufen, statt dass er wieder zurückgeht. Ja, Doppelpack Grimmitt, Doppel-Assist Bellarabi. Alltag führt. Oh, spiel ihm doch.
Ja, Alltag, auch eben offensiv keine Macht gewesen. Einen Treffer erst erzielt gehabt in dieser Liga. Jetzt sind es doch dann schon ein bisschen mehr. Ja, vielleicht hat ihn diese Pause im Cup gut getan. Und sie kriegen den Ball nicht raus. Auch St. Pölten eben Pause gehabt im Cup, ja auch. Oh. Eine der Mannschaften, die gut gespielt haben letzte Saison. Letzte Saison. Nutz. Oh, und Riegler. Aber jetzt will's Alltag. Nochmal Nutz. In die Hände. Ja. Harmlos, was sie jetzt hier abliefern. Danke. Oh, das war zu stark. Ja, für beide wäre auf jeden Fall ein Dreier wichtig, um im Abstiegskampf mal ein bisschen was dagegen zu setzen, sage ich jetzt einmal. Nein! Ja, ich sage mal in die Pause retten und dann neu aufstellen. Oh, schöne Parade. Ja, was ist mit St. Pölten los? Gut gestartet, aber jetzt. Oh mein Gott. Ja, vielleicht haben sie auch mit diesem vergebenen Elfmeter. Ja, man muss sagen, leider auch mit zwei Fehlern bestraft worden dann gleich. Genauso wie auch eben Alter bestraft worden ist. Mit dem Fehler am Anfang. Ersten Wechsel gibt es. Ich überlege, ich überlege, ich überlege. Stimmen auf. Er kommt. Der Torschütze geht. Gut. Alter. Oh. Gibt sich eine Karte? Es war aber nicht rot. Nicht rot, rot war das. Ich das habe nicht gesehen, nicht aber ich glaube nicht, dass es rot war. Ja. Das war ein Eisenbahner, ne? Puh, oh. Schön geschossen, den hat. Ah, Ausnetz. Ja, Kribitsch, der ist heute sehr aktiv da vorne. Der ist sehr kribbelig. Alter. Oh, das war aber ein Patzer hier. Schütz. Oh, schöne Netzer. Schön. Oh. Gebauer. Gebauer! Gebauer. Ja, schön gekontert.
Schöner Pass von Linhardt. Gutes Auge gehabt da. Ist auch schon sein zweiter Assist jetzt. Oh. Schön. Ein Wahnsinn, deine Spieler sind gleich immer überall da. Ja, man muss jetzt defensiv agieren, natürlich. Da gibt er durch die letzten zwei Wechsel noch. Ja, hier genauso. Danke, Krivic. Danke, Bellarabi. War doch nochmal sicher. Oh, schön. Schade. Pum, steh auf, Haas. Das machst du den Trainer auch noch, Haas. Oh, schön. Alter, teilweise ist das so ein Ballglück, Alter. Ja, Alter, komm. Spiel's noch ein paar Mal. Alter, der war ein bisschen hart zurückgespielt. Aber trotzdem, alles gut, alles gut. Noch führt man mit zwei Treffern an. Alter, Pavard. Der war schon. Was war das? Was war das, Pavard, Alter? Es kann Stuttgart bleiben können. Zack. Oh, schöner Haken. Augustin. So. Was? Ah, der bleibt da. Zwei hohe Bälle zu viel. Hättest du den ersten, glaube ich, flach gespielt, dann wäre Abzug aus da, glaube ich. Oh, schöner Ticket.
alles schon. Hau mal raus, ey. Ich hab mal nicht dort sieht, du Trottel. Ja, das hast du jetzt davon, du Geschissener. Ah, das ist ärgerlich jetzt. Boah, schöner Aufsitzer. Hofbauer. Ja. Boah, Alter. Komm, 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 nein! Ja, ja, nein! Pfeff ab zu Schier. Ja! Oh mein Gott! Das war jetzt. Oh. Da rettet sich Alltag wirklich noch zu diesem ersten Sieg, zu diesen ersten drei Punkten. Sehr, sehr knapp. Puh. Was wolltest du jetzt noch umstellen? Ah, weiß nicht. Irgendwas wollte ich noch, glaube ich, einen zurückziehen. Irgendwas wollte ich jetzt noch. Und schauen, wer ja, der Ecke geschossen hat. Von mir, oder was? Ja. Das vergesse ich manchmal zu schauen, nämlich. Weil der Ecke schießt, dass ich das dann gleich eintrage. Ah, der war schön. Da war die Welt noch in Ordnung für St. Pölten. Die Überraschungsmannschaft von der letzten Saison eigentlich. Muss man sagen. Ja, dann Kribitz dann köpfelt. Zum Ausgleich, ein paar Minuten später. Ach, 18. Minute, Netzer sieht gelb. Ja, und der Elfer, der wurde verschießen, verschossen, so. Der wird gar nicht mehr gezeigt. Ja, und dann die Führung. Wieder Kribitz. Verdient. Pavard sieht ja gelb. Sehr wunderschön gespielt. Gebauer. Ja, der hat dann gepasst, der Schuss. Von Gebauer. Schöner Aufsitzer, keine Chance für Cody. Ja, 3:2. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein, mach's gut und danke. Ciao. Ciao.